Drei oberösterreichische Gemeinden haben sich 2018 als Klimawandel-Anpassungsmodell Region, kurz KLAR, zusammengeschlossen. Das Ziel war und ist es, Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen mit der Bevölkerung gemeinsam umzusetzen. Welche Visionen gab es? Welche Maßnahmen werden konkret umgesetzt? Warum ist dabei die Land- und Forstwirtschaft so wichtig? Was können andere Gemeinden daraus lernen? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie im Podcast Agrarseins Wissen kompakt der HPDV Ramberg-Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf Sie zu diesem Gespräch sehr herzlich bei uns begrüßen. Ich begrüße auch Frau Doktorin Nathalie Brückler bei uns im Podcaststudio. Frau Brückler ist die Klimawandel-Anpassungsmanagerin der Region. Gemeinsam mit den Gemeinden Öblern, Michaelaberg, Bruckern und Sölk so über 30 Partnerinstitutionen werden zukunftsweisende Aktivitäten im Ennstal gesetzt. Liebe Nathalie, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Herzlichen Dank für die Einladung. Nathalie, vielleicht als Einstiegsfrage, wie hast du persönlich den Klimawandel bisher erlebt in unserer Region? Ich glaube, ich habe ihn so erlebt wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger auch im Großen und Ganzen. Das, was man am eindrücklichsten sieht, sind einfach die Naturgefahren, die Naturkatastrophen, die Unwetterereignisse, die halt auch unsere Region nicht verschont haben. Also das ist zum einen das, was ich ganz stark sehe, und dann auch natürlich die Auswirkungen im Wald, also die Borkenkäferproblematik zum Beispiel. Sehen wir auch bei uns im eigenen Wald, und ja, also das sind, glaube ich, so die Hauptpunkte. Und auch, dass einfach das Wetter wird immer extremer. Also wenn du Naturgefahrenereignisse hast, dann, die hat es zwar immer schon gegeben, aber so extrem, wie sie jetzt in den letzten Jahren geworden sind, das war auch, was ich auch aus Gesprächen mit vielen Personen her, älteren Personen vor allem, das war so früher nicht. Also das ist das, was man subjektiv einfach wirklich wahrnimmt. Okay. Und das beschäftigt mich natürlich auch dann in der Arbeit extrem. Und was war für euch 2018 dann der Auslöser, dass ihr gesagt habt, okay, wir schließen uns zusammen, wir machen so ein Projekt in unseren drei Gemeinden? Also entstanden ist es so, dass an und für sich ich aus der Forschung, aus der Projektarbeit heraus komme, da immer ein großes Auge oder Augenmerk drauf gelegt habe, was gibt es für Ausschreibungen. Eigentlich ist es so entstanden, dass ich bisher national, also davor eigentlich habe ich national und international gearbeitet habe, aber nachdem mein Lebensmittelpunkt gemeinsam mit meinem Mann Wolfgang wir ins Ennstal verlegt haben, wieder zurückverlegt haben sozusagen, haben wir gesagt, naja, schauen wir mal, was da in der Region eigentlich los ist. Und da sind wir draufgekommen, dass es schon sehr viele aktive Akteure gibt, unter anderem natürlich auch euch mit der HBLV Ramberg-Gumpenstein und auch in den Gemeinden. Die Klima- und Energiemodellregion hat es damals auch noch gegeben in den Gemeinden. Und dann sind wir einfach draufgekommen, dass eben diese neue Ausschreibung der KLAR-Regionen im Busch ist. Und also wir, natürlich, du kennst das eh, wie das ist, wenn man da gut vernetzt ist, erfahrt man das halt auch einfach auch schon in der Ankündigungsphase, dass so ein Programm entstehen wird. Und da haben wir uns dann drauf gesetzt und uns überlegt, naja, warum initiieren wir das nicht einmal auch mit den Gemeinden in die Richtung Klimawandelanpassung? Das heißt, diese KLAR-Regionen gibt es jetzt nicht nur bei uns, sondern es gibt mehrere in Österreich, genau. Und ihr seid eine davon. Es gibt mittlerweile 91 KLAR-Regionen, also wir waren bei den Pionierregionen dabei damals. Und mittlerweile sind 800 Gemeinden eine KLAR-Region oder in einer KLAR-Region und 2,2 Millionen Einwohner. Also das ist schon eine kritische Masse in ganz Österreich. Und wer finanziert das? Wer steuert das? Welches Ministerium ist da zuständig? Genau, also das ist mittlerweile das Klimaschutzministerium. Also das, je nach Regierungsperiode ändert sich das ein bisschen. Aber in dem Fall jetzt, die letzten Jahre, war es eben das Klimaschutzministerium und diese 75% Förderung für Gemeinden. Also sehr hohe Förderung, die sich auf jeden Fall einfach auch auszahlt für die Gemeinden. Okay. Ja. Jetzt da habt ihr dann 2018, ihr wart also Pioniere in dem in dieser Klargeschichte begonnen. In welchen Bereichen habt ihr, was war eure Vision prinzipiell einmal? Ja, also die Vision war ganz klar, die Gemeinden dabei bestmöglich zu unterstützen, sich vorzubereiten an die Herausforderungen des Klimawandels, die wir, wie wir zuerst schon angesprochen haben, schon bereits bei uns in der Region spüren. Also wie gesagt, angefangen von den Auswirkungen im Bereich Unwetter, Katastrophen, Schutz, also da präventive Maßnahmen zu machen, um die Bevölkerung zu unterstützen, die Gemeinden dabei unterstützen, weil, wie du dir vorstellen kannst, das gehört eigentlich nicht zum operativen
Geschäft, sage ich einmal, der Gemeinden dazu. Die haben so viele Punkte auf der Agenda und da ist eben die Modellregion auch ganz, ganz also stark aufgestellt, weil du einen Kümmerer, eine Kümmerin hast, die sich für diese Themen annimmt. Das bist du praktisch. Genau, das bin in dem Fall ich oder halt auch die anderen Klar-Managerinnen in ganz Österreich, die da die Gemeinden punktuell maßgeschneidert mit Maßnahmen unterstützen kann. Und welche Bereiche hat das dann so betroffen? Ich habe es vorher in der Einleitung gesagt, Land- und Forstwirtschaft sehr massiv natürlich, auch die Umweltgefahren ganz massiv, genau. Natürlich der Bildungsbereich insgesamt, genau. Oder? Genau, also wir haben jetzt 3 Schwerpunkte definiert oder 4. Es ändert sich immer von Phase zu Phase ein bisschen, wenn wir uns natürlich anpassen an die aktuellen Fragestellungen, die die Gemeinden beschäftigen. Also wie du genau richtig gesagt hast, Katastrophenschutz und Infrastruktur ist der eine ganz große Schwerpunkt. Darauf aufbauend auch der ganze Bildungsbereich sowieso schwerpunktübergreifend. Dann Land- und Forstwirtschaft bzw. Forstwirtschaft und Biodiversität, also eigentlich mehr auf dem Fokus Forstwirtschaft, auch Landwirtschaft, das hat sich ihr ganz stark auch. Also da versuchen wir auch immer Synergien zu finden und uns zu ergänzen. Und Bildung eben themenübergreifend und was auch immer wieder reinspielt, ist zum Beispiel die Naherholung, der Tourismus. Also die ganz große Vision, die so drüber schwebt, ist einfach, dass man diese schöne Landschaft, diesen schönen Lebensraum, diese Natur, diese hohe Lebensqualität in der Region, die wir haben, versuchen zu erhalten, einfach zukunftsfit zu machen, aber einfach auch zu erhalten. Und auch wenn man vom Wasser spricht, das merkt man ganz stark. In südlichen Regionen Österreich haben schon massive Probleme mit Wasserqualität, überhaupt mit Wasserverfügbarkeit. Und das ist Gott sei Dank im Enster bei uns noch nicht so das große Thema, wobei wir das auch immer im Hinterkopf haben. Und jetzt denk mal ein bisschen an den Entstehungsprozess. Wie ist dir das gelungen, die Gemeinden ins Boot zu holen? Ist das relativ einfach gegangen und braucht man da ein Kernteam oder wie geht man sowas am geschicktesten an? Ja, also wir haben das so gemacht, also einfach ist sowas nie, weil du natürlich da einerseits ganz voran einmal nimmst Kontakt auf mit den Bürgermeistern, überlegst da, okay, was beschäftigt dich, fragst du auch, was beschäftigt die Bürgermeister, wie kannst du das am besten unterstützen und zeigst ihnen auf, welche Möglichkeiten du im Rahmen des Projekts mit dieser Förderung hast. Ganz, ganz wichtig ist auch da zu erwähnen, dass du immer auch ein bisschen was in Richtung investive Maßnahmen machen kannst. Ist immer gut, weil ich versuche immer das Theoretische natürlich nicht so stehen zu lassen, sondern gleich was Anschauliches damit zu machen. Immer praxisorientiert arbeiten. Kannst du mir da ein Beispiel nennen, was ich da investigativ gemacht habe? Investigativ ist auch immer wieder, weil man schauen muss, okay, wie bringt man die Themen rüber oder was ist da die Ursache? Da haben wir schon einiges umgesetzt. Also zum Beispiel ganz was Einfaches ist Beschattung in Kindergärten oder öffentlichen Plätzen. Also sowas können wir mitfinanzieren. Wir haben auch kofinanziert Katastrophenausrüstung für die Feuerwehren und dann auch gleich wieder drauf aufgesetzt und geschaut, okay, wie demonstriert man das? Wozu braucht man das überhaupt? Und das mit einer öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung zum Beispiel verknüpft. Zum Beispiel haben wir die Schlammpumpe in Öblan bei dem Ortswandertag hergezeigt und gleich die Kinder auch mitarbeiten lassen und geschaut, wir schauen immer, dass wir so viele Bevölkerungsgruppen wie möglich einbinden, also von Kindergarten an bis zu den Senioren natürlich. Sehr markant ist ja für mich auch dieses Wassererlebnis in Öblan. Kannst du uns das vielleicht ein bisschen erklären, der das noch nicht kennt? Sehr gern. Also das ist auch eines von den tollen Projekten, die aus der Klar, muss ich sagen, heraus entstanden sind. Also so viel Budget für ein Wassererlebnis war doch eine Summe von 1 Million Euro, die in dem Fall 100% finanziert worden ist von Bund, Land und Europäischer Union. Also da haben wir in der Klar den Weg geschafft, dass man das Konzept entwickelt hat im Rahmen der Modellregion. 2017, eigentlich schon in dem Jahr, wo wir schon eigentlich die Klar beantragt haben zur Förderung, in dem Jahr ist ja das letzte große Unwetterereignis gewesen in den Gemeinden Öblan, Sölk, aber auch Irden-Gronnersbachtal zum Beispiel, wo eben alle 3 Gemeinden zum Katastrophengebiet erklärt worden sind. Und die Wildbach- und Lawinenverbauung hat ja schon die Jahr davor immer bei Bachabschnitten so Demo-Ausflüge gemacht, mit Schulklassen zum Beispiel. Einmal haben wir es übrigens bei euch auch veranstaltet im Rahmen eines Kinderfests, auch mit der WLV gemeinsam, wo man geschaut hat, okay, ein Bachbett aufzustauen, dann mit den Kindern zu fluten und zu schauen, okay, was passiert. Und vorher den Gefahrenzonenplan erklärt und zu schauen, da stellen wir Häuschen hin, wo glaubt es, dass die Häuschen sicher sind und somit anschaulich einfach erklärt, was bedeutet das eben, was bedeutet eine rote Zone, eine gelbe Zone, ein Gefahrenzonenplan, warum braucht man das und wo
wo kann man sie hinbauen und wo sollte man sie zum Beispiel nicht hinbauen. Mhm. Und dann ist daraus die Idee entstanden, es ist immer ein bisschen schwierig gewesen, einen richtigen Bachabschnitt zu finden, der Wasserstand muss passen, vielleicht idealerweise ein Bagger in der Nähe, wo man was aufstauen kann. Das ist natürlich ein Riesenaufwand. Und da ist die Idee daraus entstanden, auch mit dem Bürgermeister Franz Dachveröblern und mit der WLV gemeinsam zu schauen, ja, kann man da nicht einen fixen Standort irgendwie installieren. Mhm. Und so haben wir Schritt für Schritt das Konzept entwickelt für eben das Wassererlebnis. Und das ist eben ein einzigartiges Demonstrationsmodell, wo der Ortskern von Öblern nachgebaut worden ist. Der Walchenbach, also der Wildbach, ja, in Abschnitten mit den ganzen Retentionsbecken und den Schutzbauwerken. Und auch der Mündungsbereich der Enns, also das Thema Flusshochwasser, haben wir auch drinnen. Mhm. Und wir können wirklich realitätsgetreu Hochwasser, auch das Ereignis 2017, nachsimulieren. Also mit Verklausung, Überflutung des Ortskerns und so weiter. Und demonstrieren da, wie sozusagen in einem Mini-Mundus der Natur gefahren für alle Altersstufen, was im Falle einer Naturkatastrophe passiert. Also ja, wie es entstehen kann, wie man sie präventiv schützen kann davor und was auch die Rolle der Schutzbauwerke ist und wie wichtig Retentionsflächen sind, auch an der Enns, also sowohl Wildbach als auch Flusshochwasser. Und ja, können da anschaulich zeigen, wie wichtig es ist, sich vorzubereiten und welche Selbstschutz-Hochwassermaßnahmen, dass man da zum Beispiel auch jeder Einzelne ergreifen kann. Ja. Ja. Und jetzt entwickeln wir es gerade weiter, indem wir Schulungen entwickeln mit der Geosphere gemeinsam und dem Disaster Competence Netzwerk in Österreich, um speziell Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu schulen dort auch. Also, dass man so Tagesprogramme gestalten mit Vormittag ein bisschen theoretischen, diskussionsbasierten Input. Wo die vor Ort sich das bei euch anschauen. Genau. Und dann praktisch dort Hintergrundinformationen kriegen, auch hat natürlich mit Flächenwidmung und so weiter ganz viel zu tun. Genau. Ja. Naja, vor allem geht es da um das Katastrophenmanagement in den ersten Minuten, denn die Bürgermeister sind ja Katastrophenbehörde erste Instanz. Ja. Das heißt, bevor ich überhaupt bei der BH noch mal anrufen kann, sagen, kommt, helft zu uns, und da müssen die das selber managen können. Und da muss ich natürlich wissen, wen brauche ich dazu. Da gibt es so das geflügelte Wort, in der Krise Köpfe kennen. Okay. Die Telefonlisten muss ich dann auch offline zur Verfügung haben, zum Beispiel das auch behirnen und sagen, das, wo habe ich das, kann ich da überhaupt hin? Liegt das irgendwo, wo ich auch im Hochwasserfall hinkomme? Und also das ist nur ein Beispiel. Das sind eine Kette von Maßnahmen, die der Bürgermeister, die Bürgermeisterin ergreifen muss in den ersten Minuten und Stunden und mit ihren Team der Gemeindeeinsatzleitung, und das erproben wir dort. Also wir machen quasi ein Mini Naturgefahren-Katastrophenereignis, das sie dann dort vor Ort mit ihren Leuten, die sie mitgenommen haben zu diesem, okay, dieser Schulung, managen müssen. Und das ist praktisch ganz österreichweit kommen da? Genau, das ist der Plan. Also jetzt haben wir nur gerade so in der Aufbauphase. Einen Probedurchlauf haben wir schon gehabt. Einer ist im Oktober jetzt dann. Breiarts-Meeting mit den Ministerien gemeinsam haben wir jetzt dann anberaumt im September. Und dann hoffen wir, dass wir das ausrollen können. Auch ich habe im Internet eine gefunden, Naturgefahrentagung habt ihr gemacht. Ja. Ist das vorbereitend auf das gewesen? Oder war ist das ganz andere? Das eine geht ins andere über. Du kennst das selbst, wie es auch ist mit Ideen, mit Forschungsideen, mit Projektideen. Also das hängt natürlich alles zusammen. Die ASDR Naturgefahrentagung, die haben wir 2021 nach Öblern holen können. Das war eine ganz tolle Veranstaltung, wo wir alle regionalen und Landesakteure und Bundesakteure eingeladen haben, und die haben bei uns konferiert sozusagen drei Tage lang. Und dies jährlich, letztes Jahr war es in Zell am See zum Beispiel, in Kufstein, Entschuldigung, das Jahr davor in Zell am See, und heuer wird es in Tulln sein. Und da darf ich auch immer wieder die Regionen-Session moderieren, also die, wo ein bisschen ein Schwerpunkt auf eben Klarprojekte zum Beispiel im Katastrophenfall oder im Naturgefahrenfall, und heuer ist Schwerpunkt Waldbrand, was auch ganz ein wichtiges Thema ist. Ich habe dann noch gefunden, Naturgefahrencheck für die Gemeinden. Mhm. Was versteht man darunter? Also das ist ein Angebot, was von Bundes- und Landesebene existiert, das die Gemeinden in Anspruch nehmen können. Und da haben wir einmal mit den Auditoren also da gibt es gewisse Auditoren in Österreich, die dann quasi das durchführen in den Gemeinden vor Ort. Das schaut so aus, dass du zuerst ein paar Vorgespräche hast, eben mit einem kleinen Personenkreis aus der Gemeinde, zum Beispiel Gemeindevorstand plus Bauhof plus Feuerwehrhauptmann zum Beispiel. Und auf das aufbauend wird dann geplant, dass man einen Screening-Tag macht. Da kommen die Auditoren auch. Da hast du dann einen Personenkreis von 10 Personen circa auf Gemeindeebene, die in der Entscheidungsfunktionen eben sind. Und da screenst du alle Naturgefahren bzw. Klimaherausforderungen auf Gemeindeebene durch.
Von Hitze über Spätfrost, eben Naturgefahren, Hagel, Überschwemmungen, was auch immer. Also es gibt ja da ganz eine große Palette an Herausforderungen und Gefahren. Und die werden Schritt für Schritt durchgescreent auf Gemeindeebene, auch mit Gefahrenzonenplan, Raumordnung, mit Hangwasserkarten, mit den Klimaentwicklungen, mit denen in der Zukunft zu rechnen ist. Und dann wird geschaut, wo steht die Gemeinde da? Bin ich gut vorbereitet? Habe ich da präventiv schon Maßnahmen ergriffen? Wo habe ich noch Lücken? Wo kann ich noch ansetzen? Und das haben wir zum Beispiel auch in dem Fall für Michaelabergbruckern in Anspruch genommen und in der klar budgetiert. Okay. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Haben wir noch Wildbachpflege, Ausschneideaktionen, und was geht es da? Ja, das ist auch momentan mein Lieblingsprojekt, auch aus dem Grund, weil wir gerade zum Staatspreis Klimawandelanpassung nominiert wurden mit diesem Projekt. Also da darf ich eh alle einladen, alle Hörerinnen und Zuseherinnen bitten, abzustimmen. Ab 2. September ist der Link öffentlich, genau. Also um was ist da gegangen? In Wahrheit ist es eine ganz einfache Idee. Das Problem ist so, die Wildbäche in den Gemeinden und allein zum Beispiel in der Gemeinde Söll kommen ja über 60 Kilometer Wildbäche und die Hälfte ist circa raumrelevant. Das heißt, es könnte Infrastruktur und Siedlungen betreffen im Extremfall. Die Gemeinden schaffen das nicht, die freizuschneiden. Es ist zwar im Forstgesetz so beschrieben, dass die Gemeinde tunlichst angehalten ist, jedes Jahr nach der Schneeschmelze diese zu begehen, alle Wildbäche, die sogenannten Übelstände zu dokumentieren und aufzuzeigen und die dann in weiterer Folge auch natürlich je nach Priorität zu beseitigen. Mhm. Aber du kannst dir vorstellen, wenn das jetzt eben eine Gemeinde ist, eine kleine Gemeinde mit 1700 Einwohnern, aber 60 Kilometer Wildbäche, das ist einfach aus ressourcentechnischen Gründen schon ein Ding der Unmöglichkeit. Aber da haben wir gesagt, ja, wenn jetzt nichts passiert, ist auch nicht geholfen. Also das heißt, die Gefahr ist einfach da, die ist visuell auch sichtbar. Und da haben wir gedacht, wie können wir da mit der Klar was machen? Und jetzt haben wir gesagt, warum nicht einfach solche Wildbach-Ausschnittaktionen durchführen mit den Anrainern, mit allen Betroffenen, mit der Feuerwehr der Gemeinde. Die Landwirte haben wir dann eingeladen auch, weil die haben natürlich die erforderlichen Maschinen, auch das Know-how, weil man kann ja nicht jemanden, der noch nie mit der Motorsäge gearbeitet hat, da jetzt einteilen, gell? Das ist einfach zu gefährlich. Aber das hat super funktioniert. Wir haben dann uns als erste Niederöblan, einen Bachabschnitt vom Niederöblaner Bach rausgesucht. In dem Fall ein bisschen einen Abschnitt natürlich, der jetzt nicht zu steil ist, nicht zu gefährlich ist. Und einfach, es geht ja da auch um die Bewusstseinsbildung und sagen, schaut, gemeinsam schaffen wir das. Die Gemeinde ist nicht alleine, die Anrainer sind nicht alleine, die Grundeigentümer dann nicht alleine und haben einen ganzen Tag lang 800 Meter Wildbachabschnitt ausgeschnitten. Es sind über 40 Anhänger fuhren, also aber Holzanhänger fuhren. Die waren gescheit überladen, mit Gestauder sozusagen abgeschnitten und weggefahren und somit da das sofort entschärft die Situation und den freigeschnitten. Und das haben wir jetzt wirklich jedes Jahr in jeder Gemeinde mindestens einen Wildbach, den wir uns vornehmen und genauso die Anrainer einladen. Das ist eine Riesenaktion, haben alle einen Spaß dabei auch, stärkt die Gemeinschaft, die Dorfgemeinschaft. Nachher wird natürlich gemeinsam gegrillt und geschaut im Feuerwehrdepot, dass man das Revue passieren lässt, das nochmal reflektiert, was man da geschaffen hat eigentlich. Und vor allem die Resilienz kann unmittelbar erhöht werden. Und das ist das Tolle dran. Also du kannst sofort was entschärfen und die Resilienz, die Sicherheit erhöhen. Und ja, und die Bewusstseinsbildung auch damit sofort transportieren, weil du musst immer schauen, es ist oft so plakativ, ja, Klimakrise, Hitze steigt, die Temperatur steigt, die globalen Probleme, das ist für viele so weit weg, gell? Und da haben wir einfach auch eine Möglichkeit, einen Hebel, wo man sagt, das betrifft uns da vor Ort, aber wir können auch was tun, also immer so die Lösungen anbieten und das versuchen wir eben damit und ich glaube mit dem Projekt, ja, haben wir jetzt in die nächsten 3 Jahre übrigens vor, also jedes Jahr ist wieder rein budgetiert in diese Phase, dass wir jedes Jahr in jeder Gemeinde einen Wildbach uns vornehmen. Ich habe dann auch gefunden, klimafitter Weg- und Parkflächen, das interessiert mich auch. Das heißt, auch in dem Bereich seid ihr tätig, wo es auch darum geht, Wasser zurückzuhalten, damit es nicht so schnell in die Bäche kommt, oder? Genau, wir sind auch ganz stark angehalten, die Gemeinden darauf aufmerksam zu machen, dass du die Klimawandelanpassung richtig machst und auch versuchst, in Zukunft schlechte Sachen zu vermeiden. Und zum Beispiel ist eben da, wie du ansprichst, die Versiegelung ein ganz großes Thema. Also ich versuche da auch zu wirken und immer einzuwirken auf den Gemeinderat und überlegt euch das gut, wenn es einen neuen Parkplatz braucht. Braucht es den erstens wirklich? Und wenn ja, wie kannst du denn so gestalten, dass das nicht eine neue versiegelte Fläche ist. Oder baut stattdessen dann wo was zurück oder so. Nur das Zurückbauen ist halt natürlich mit einem riesigen Aufwand verbunden, mit vielen Kosten, sehr aufwendig. Jetzt ist es natürlich besser, die neuen Flächen, wenn du die brauchst, dass du die versickerungsfähig machst. Und da haben wir jetzt ein ganz tolles Projekt eigentlich mit euch gemeinsam auch umgesetzt jetzt. Herzlichen Dank dafür an dieser Stelle auch für die Unterstützung. Wir müssen es nur eröffnen. Das kommt jetzt dann hoffentlich im Herbst. Und zwar unseren Schotterrasenparkplatz beim ÖH
beim Veranstaltungszentrum gegenüber. Der ist heuer beim Festspiel in Öbland schon sehr gut genutzt worden und hat auf jeden Fall die Probe bestanden, würde ich sagen. Also, ja, also ist es ist super nicht benannt. Versiegelt. Er ist nicht versiegelt. Aus Schotter ausgestattet genau. Und hat wertvolle Pflanzen um, die genau. genau richtig hinpassen. Genau, genau. Also da habt ihr die Expertise und da sind wir auch sehr froh, dass wir da immer auf das zurückgreifen können. Und ihr habt uns ja beim Einsehen geholfen. Also herzlichen Dank wirklich dafür. Und er wächst prächtig. Also man sieht schon, also es ist schon ein bisschen angewachsen, weil eben gerade in dem Fall ist es ideal, weil er nicht ständig benutzt wird, weil er so oft dann doch unbenutzt ist und somit das wirken kann und wachsen kann, aber trotzdem den Zweck erfüllt, wenn er gebraucht wird. Schön, also, dass ihr das Wissen weitergebt. Dann, genau. Weil ihr werdet ein kleines Bildungszentrum in Österreich, höre ich heraus in dem ganzen Naturgefahrenbereich ja, genau, und Anpassung. Das ist sehr schön. Klimafitter Wald, Forstbereich, wie geht es euch da, die Forstwirte, die Bäuerinnen und Bauern mitzunehmen, in andere Pflanzenarten zum Beispiel hineinzugehen? Wie geht es euch da dabei? Ja, das ist also es geht manchmal besser, manchmal schlechter, je nach Erfahrungen auch, was die Forstwirte natürlich damit machen. Es ist nicht einfach. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Wir versuchen mit zahlreichen Infoveranstaltungen, Exkursionen im Wald, natürlich in Kooperation mit den Partnern, ganz stark Waldverband Steiermark, Landwirtschaftskammer Steiermark, aber auch mit euch, dieses Wissen auch in die Breite zu bringen und auch immer praxisorientiert. Aber natürlich, wenn jetzt ein Landwirt probiert in, weiß ich nicht, zwischen 1200 und 1600 Metern Höhe die Fichtenmonokultur irgendwie andere reinzubringen, andere Baumarten, um das klimafitter zu machen. Also das Klimafit sozusagen schon ziemlich ein rotes Tuch teilweise. Dann ist das mit sehr viel Aufwand und Arbeit verbunden. Und natürlich funktioniert das nicht von heute auf morgen. Und dann kommt natürlich der Wilddruck dazu. Da muss ich auch wieder aufpassen. Die Interessenskonflikte, die da teilweise auch sind. Und das ist so ein langer Prozess. Also wir versuchen eben, wie du sagst, das Wissen in die Breite zu bringen, auch immer wieder zu sagen, ja, die Fichte, natürlich wird es die nächsten Jahrzehnten immer nur der Brotbaum sozusagen bleiben, aber um die Wälder einfach resistenter zu machen, dann muss man schauen, dass die Naturverjüngung eine Chance hat, dass du aufreißt, dass die Lärchen ein Licht kriegen. Also natürlich, wenn du nur im Fichtenwald, wo du nicht aufreißt, Lärchen setzt und dann wird sie nicht aufkommen, aber der Böschung wächst sie schon. Also die Frage, warum wächst sie auf der Böschung schon? Ja, weil sie da genug Licht hat. Gell? Also ja, da bleiben wir einfach dran. Was wir jetzt in den nächsten Maßnahmen vorhaben, ist das Thema auch vor allem mit dem Borkenkäfermonitoring. Also auf das einfach dann Schwerpunkt zu setzen, weil natürlich das Thema nach wie vor ein riesiges Thema ist. Gefahr, ja. Also bei den Waldgenossenschaften, was ich mitbekomme, da gibt es keinen regulären Einschlag mehr. Also das ist wirklich nur Borkenkäfer nacharbeiten. Und ja, es ist, wie es ist, aber dass man sagt, vielleicht kann man da mit technischen Möglichkeiten auch vorankommen. Und da möchte man zum Beispiel mit Drohneneinsatz einmal Sachen probieren. Einfach aufzeigen, was kann die Drohne schon, wo macht es Sinn, was kostet es, rechnet sie das und einmal das zu demonstrieren. Da haben wir eben eine Kooperation angedacht mit einer Firma, die da schon ganz tolle Sachen macht. Und ja, da schauen wir auch so einen Exkursionstag einfach wieder den aktuellen Stand der Technik herzuzeigen und zu schauen, okay, wäre das vielleicht für die kleinen Waldbesitzer auch eine Idee. Und parallel dazu haben wir übrigens gerade ein Forschungsprojekt auch mit meinem Mann gemeinsam, also mit unserer Firma, wo es um das Thema Gemeinschaftsdrohne geht, wo man uns auch anschaut, ob das nicht ein Thema wäre für eine Region, da zum Beispiel die Gemeinde oder wer auch immer, die dann hat als Owner sozusagen, die es aber kleine Waldbesitzer zum Beispiel auch mieten können dann für gewisse Jobs, die abgeflogen werden, sei es jetzt Kiezrettung, sei es jetzt eben Borkenkäfer, Monitoring, Neophyten ist auch ein Thema. Also ganz verschiedene Interessenten haben wir da in der ganzen Region natürlich, um zu schauen, wie könnte so eine Flugplanung ausschauen, auch in die Zukunft gedacht, wenn sie dann autark fliegen können würde sie das auszahlen eben dann, weil so eine Drohne ist ja doch eine große Investition und für einzelne Bauern würde sie das eher nicht rechnen, aber wenn du sagst, du kannst die teilen. Und die Tools gibt es schon, Neophyten zu erkennen, funktioniert das schon sehr gut, also okay. Da, was ich weiß, funktioniert es eben auch mit Infrarot zum Beispiel, Erkennungsbildern und dann die entsprechende Software dahinter, die das dann analysiert. Aber auch zum Thema Neophyten werden wir auch die Drohne mal herbekommen und auch schauen, für Gemeinden vor allem, Neophytenmonitoring, ein ganz starkes Thema, ob man da vielleicht die Drohne, ob die da was hilft. Einfach mal ausprobieren. Okay. Und dafür sind also Projekte da, dass man sagt, wir schauen, was gibt es von der Technik her, schauen, was kostet Sinn, was geht zurzeit nicht, wie hoch ist der Aufwand. Ich konnte mir vorstellen, es ist jetzt in der Anfangsphase, die Programme sind vielleicht noch nicht so bedienerfreundlich, aber in 5 Jahren schaut das wieder anders aus. Ja, genau. Mhm. Und auch die Kosten werden vielleicht sinken und auch bei der Drohne ist natürlich immer das Datenschutzthema ganz ein großes, was darf ich im Luftraum, wo darf ich mich bewegen. Ja, aber das schauen wir uns dann eben an und probieren es aus und laden immer quasi öffentlich ein dazu und
schauen, dass dass das unter die Leute kommt, das Wissen. Forststraßen hat es auch was gemacht, Entwässerungsanlagen habe ich auch gelesen. Was ist da gegangen ein bisschen? Genau, das war eigentlich ganz ein einfaches Thema. Oft sind es die einfachen Sachen, die viel bewirken. Wenn du viel starke Niederschläge hast, dann musst du dann regelmäßig einfach auch deine Wasserspulen, deine Spitzgräben schauen, ob die noch frei sind. Das bei den starken Niederschlägen passiert das ja ganz schnell. Und dann ist halt ein bisschen Aufwand, dass du halt deine Forststraßen als keine Ahnung, Grundbesitzer oder Forstbetrieb abfahren musst, weil wenn du es nicht machst, beim nächsten starken Niederschlag ist der Weg kaputt. Ja. Und das sind halt dann, wo du mit einfachen Maßnahmen ganz viel Kosten vermeiden kannst. Und das sind einfach auch die Maßnahmen, die mir am besten gefallen, wo du sagst, mit einfachen Maßnahmen, die wenig Kosten kosten, aber viel Kosten vermeiden. Okay. Auch beim Selbstschutz Hochwasser, wenn du da denkst, dass circa ein voll ausgestatteter Keller, wenn der kaputt ist und neu ausgeräumt werden muss, durch ein Hochwasser 40.000 Euro kostet, dann weißt du dann auch, wenn du sagst, okay, wenn du präventive Maßnahmen setzt, wie viel Kosten du da eigentlich verhindern kannst. Da sind wir jetzt schon ein bisschen bei der Bevölkerung, bei der Jugend da. Ihr macht es ja sehr viel in Richtung allgemeine Bevölkerung, jetzt nicht Besitzer von Grund und Boden so sehr, sondern haben halt Gebäude. Genau. Und auch in der Jugend macht es relativ viel. Ja. Vielleicht kannst du zu dem Bereich auch noch ein bisschen was sagen. Ja, gern. Also wie gesagt, Bildung ist eben ein themenübergreifendes Thema und da gehen wir ganz stark in die Schulen und Kindergärten, in die Bildungseinrichtungen. Wir veranstalten in jeder Phase unterschiedliche Aktionen. Zuerst haben wir mal einen Waldschwerpunkt gehabt, wo wir die Demo-Waldlehrpfade, die wir auch mit dem Bundesforschungszentrum für Wald und mit dem Waldverband aufgestellt haben, im Rahmen eines Projekts, dass die einfach auch bespielt werden, dass dort hingegangen wird, Wandertag zum Beispiel, und eben die Themen zum klimafitten Wald behandelt werden. Mit dem Klimabündnis gemeinsam haben wir unzählige Workshops veranstaltet. Also die haben auch, wir versuchen immer die Pakete, die es schon gibt, einfach auch zu mieten und herzubringen in die Region zum Thema Klimaschutz und Anpassung. Eben die bereiten das mit Experimente ganz toll vor, einfach vom Kindergarten an. Zum Wassererlebnis schauen wir natürlich, dass wir Führungen machen, um das zu demonstrieren. Und dann machen wir immer Projekte, wo wir auch wieder ein bisschen was Investives umsetzen mit den Schulen gemeinsam. Zum Beispiel mit der Mittelschule Stein und Eins haben wir schon den klimafitten Schulhof gemacht, also wo wir das Sonnensegel zum Beispiel kofinanziert haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach mit den Schülern gemeinsam klimafitte Hochbeete gestaltet haben. Wo wir auch das Thema, was dann klimafitte Pflanzen behandelt haben, generell einfach im Jahresablauf die Veränderungen im Garten und so weiter, also das behandelt haben. Und es ist ein bisschen was Grünes, es macht so den versiegelten Platz ein bisschen angenehmer, einfach auch zu nutzen. Und ganz aktuell ein Klein-West-Projekt, und das ist auch eben für die Gemeinden ein ganz starker Tipp, wenn du Klarregion bist, hast du dann auch das Recht, quasi dich zu bewerben für zusätzlich 40.000 Euro Investitionsförderung, wiederum 75% finanziert, jedes Jahr. Und das ist ein schönes Geld für Gemeinden, wenn du sagst, du möchtest investive Klimawandelanpassungsmaßnahmen umsetzen. Und da haben wir jetzt ganz aktuell eröffnet im Juni die klimafitte Bushaltestelle, auch vor der Mittelschule Stein an der Enns, wo einfach, das war unversiegelter großer Platz, eben, wo der Bus gut umdrehen kann, aber die Schüler sind bei Regen und starkem Sonnenschein einfach im Wetter gestanden. Und das ist natürlich unangenehm, gerade in der Mittagszeit, wenn es immer heißer wird. Heuer zum Beispiel haben wir ja die ersten 30 Grad Tage schon im April gehabt. Ja. Und immer wieder neue Rekorde. Wir haben heuer den wärmsten Frühling der Messgeschichte gehabt und den drittwärmsten im Gebirgsbereich. Also das ist ja unglaublich, jedes Jahr neue Rekorde. Ja, und die Schüler natürlich merken das auch, wenn sie da in der Sonne stehen und auf dem Bus warten in der Mittagshitze. Ja, und da war ganz klar, okay, schauen wir, dass wir da eine nachhaltige Bushaltestelle kriegen, die ist auch begrünt, also da wachsen Kletterpflanzen raus, dass du ein bisschen besseres Mikroklima hast dann natürlich auch durch die Pflanzen. Es ist beschattet, es ist aus natürlichen Materialien gebaut worden, vorzüglich Holz. Und das Schöne ist auch, die Kinder haben da wieder mitgeholfen mit dem Lehrerteam. Und zwar haben sie die Sitzgelegenheiten selber aus Holz gebaut, gemeinsam mit den Experten und Beete quasi, also die Blumenpflanzkisten für diese Kletterpflanzen haben sie auch selber gemacht und die ganze Wand schön angemalt, dass das auch optisch einfach netter und angenehmer ist. Und was mir besonders freut ist, das Holz, was sie dafür verwendet haben, ist Schadholz wieder aus dem Sölkbach. Also was eine Verklausung verursachen hätte können. Mhm, genau, schön. Das ist im Jänner dann, November, Dezember, Jänner, aus dem Sölkbach rausgebracht worden, was auch ein großer Aufwand war. Und das Holz dann haben sie dann weiterverwenden können, eben für die Bushaltestelle. Schön. Ja, also. Was habt ihr so in Zukunft, wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, wie lange geht das Projekt noch? Ist das
endend oder habt ihr die Chance, das wieder zu verlängern? Genau, also wir sind mittlerweile schon in der vierten Phase. Also wir haben es das vierte Mal jetzt verlängert sozusagen. Und die hat jetzt gerade gestartet. Das heißt, bis 2027 sind wir ausfinanziert und können da, haben wiederum 260.000 Euro neues Budget zur Verfügung, um 6, in dem Fall dürfen wir uns konzentrieren auf ein bisschen weniger Maßnahmen, dafür größere Maßnahmen, 6 Umsetzungsmaßnahmen zu konzentrieren. Und da, ich habe das ja ein bisschen als Übersicht mitgebracht, sind eben der klimafitte Schutzwald nach wie vor Thema, eben habe ich schon erwähnt, mit den Drohneneinsätzen. Neophyten ist das erste Mal, dass wir uns damit auseinandersetzen. Da habe ich eh mit der Renate Meyer von euch auch schon Kontakt gehabt und werden uns sehr stark austauschen. Sie denkt man sich, wird auch für einen Vortrag eben zur Verfügung stehen, dass wir das in die Gemeinden bringen. Einerseits für die Gemeindemitarbeiter, andererseits für die Bürgerinnen und Bürger, einfach auch Workshops zu machen. Wildbach-Pflegeaktionen habe ich auch schon erwähnt, werden weiter fortgesetzt. Dann ein ganz starkes Hochwasserpräventionsthema wieder. Das ist in dem Fall zweigeteilt. Einerseits möchte die Feuerwehr da nun mehr Material zur Verfügung haben, um als Multiplikator das zu transportieren, was ja auch eine total tolle Idee ist. Also das ist direkt aus den Feuerwehren herausgekommen. Da werde ich dabei unterstützen. Und das zweite ist das Hangwasserthema. Also das Wasser kommt ja nicht nur durch die Bäche, Flüsse, sondern wenn es stark Regen hast, komplett einfach durch die Wiesen runter. Und durch das, dass wir halt viele steile Wiesen haben, ist das ein ganz starkes Thema. Und dann ist halt immer mehr so, dass in den Gemeinden die Durchlässe einfach zu gering dimensioniert sind, einfach nur aus der Vergangenheit her halt raus. Und da geht es darum, dass wir gemeinsam mit Experten das in allen Gemeinden detailliert durchsimulieren. Die haben eben da ihre Simulationssoftware, und zu schauen, wo kommt es erstens daher in verschiedenen Szenarien oder wo könnte es daherkommen, das Wasser, und die Durchlässe und so weiter, wie müsste man die dann verändern, dass du das entschärfst wieder. Und da habe ich auch wieder Budget, dass wir da schon die Anfänge machen können. Genau. Und klimafittes Bauen ist das ja. Das ist auch neu, genau. Da haben wir auch schon begonnen. Und zwar haben wir da schon eine Exkursion gehabt zu anderen Klarregionen, die da schon weiter voraus sind. Zum Beispiel die Klar Stiefingtal hat schon gemeinsam mit den Gemeinden klimafitte öffentliche Gebäude gemacht, wie Schulen und Kindergärten. Was versteht man darunter? Sind das jetzt Gebäude, die einen kleinen CO2-Fußabdruck verursachen im Bauen, oder sind es Gebäude, die einfach Hitze oder Starkregen besser aushalten? In dem Fall geht es vor allem um die Hitzeprävention, also dass du schon, wenn du Gebäude sanierst, natürlich auch, die Materialien spielen natürlich auch eine Rolle, aber dass du schon vorsiehst, Ideen, wie man alte Gebäude so möglichst kostengünstig und rasch saniert, dass du aber einen massiven Beschattungseffekt zum Beispiel hast, oder wo du zum Beispiel im Schulgarten so umfunktionierst, dass du Outdoor-Klassenzimmer hast im Schatten, um das geht es da auch, und genau. Und Bauen auf der einen Seite, aber auch Hochwasserschutz auf der anderen Seite. Also das war das zweigeteilte Thema. Wir haben uns auch Kleinretentionsanlagen zum Beispiel in der klarbuckligen Welt Wechselland angeschaut, die sehr erfolgreich dort eingesetzt waren. Wie wir dort waren, eine Woche danach waren es voll die Retentionsbecken. Du hast diese starken Niederschläge da gegeben in der Hartberger buckligen Weltregion. Und ja, das hätten wir uns da gar nicht so gedacht. Also das waren, wenn die nicht gewesen wären, wäre dort nur Schaden entstanden und einige Häuser unter Wasser gestanden. Das heißt, ich höre ein bisschen heraus, ihr vernetzt euch innerhalb der Klarregionen, ihr lernt voneinander, oder? Genau, absolut, und ihr, du arbeitest auch mit sehr viel Stöhnen zusammen in der Umsetzung des Projektes. Also du nutzt die Expertisen, holst du die Leute her, kannst du da Veranstaltungen finanzieren, mitfinanzieren und kannst so sozusagen das Wissen wieder hinaustragen. Ja, genau. Also, danke, so perfekt zusammengefasst. Das möchte ich auch ganz stark betonen. Also es funktioniert nur dann, und du kannst es nur dann richtig gut umsetzen und der breiten Wirksamkeit erreichen, wenn du alle relevanten Akteure in der Region einerseits natürlich einbindest, also alle Organisationen, die es so gibt, wie Landwirtschaftskammer schon erwähnt, aber auch die Behörden natürlich, mit der Bezirkshauptmannschaft, mit den Fachabteilungen, die beziehen wir da immer ganz stark ein, vom Land Steiermark sowieso, und auch die Wissenschaft und auch eben euer Know-how, jetzt sind wir froh, dass wir auf das zurückgreifen können, aber wichtig ist eben immer alle einzubinden, also du kannst nicht einfach sagen, du machst jetzt da ein Projekt und das, da arbeitest du vor dich hin und du setzt es um, dann wird es nicht funktionieren. Also jetzt zum Beispiel Wildblumenwiese ist jetzt vielleicht eher so ein gutes Beispiel. Das habe ich ein bisschen so letztes Jahr mitgemacht, war eigentlich gar nicht geplant, aber da hat es diese Gratisaktion im Gehen vom Land Steiermark auch mit dem Verein Blühen und Summen. Ganz eine tolle Aktion, wo du kostenlos eben ein Kontingent an Wildblumenpflanzen bekommst oder eben, dass du Flächen anlegst und Samen bekommst auch. Und ja, da haben wir gesagt, ja, wo findet man Flächen? Die Gemeinden wollten das haben. Ja, machen wir die Verkehrsinsel dort und da dieses Stück da neben der Gemeinde oder wie auch immer. Grundsätzlich hat es gut funktioniert, aber ich hab da nichts zusätzlich gemacht. Also ich habe da bis jetzt noch keine Tafeln aufgestellt, ich habe bis jetzt keine öffentlichen Infoveranstaltungen dazu gemacht. Und man merkt, okay, das Verständnis in der Bevölkerung, das kommt dann nicht an. Also wenn du das einfach nur hinstößt und sagst, da habt ihr so quasi
das ist gut. Ja. Und sonst dazu aber nichts machst, dann bringt es nichts. Das heißt jetzt Strohfeuer sozusagen, kurze, richtig, oder? Richtig, genau. Also da gibt es dann auch teilweise Unverständnis bei vielleicht dem einen Nachbarn oder dem anderen. Der sieht das aus irgendeinem Grund dann doch störend, versteht es nicht, warum man das jetzt da so macht, warum das nicht ständig gemäht wird und nicht ein schöner Golfrasen wird, sondern warum das halt einmal wachsen muss und im ersten Jahr ist es einmal nicht so schön zum Anschauen. Das ist ja erst im zweiten Jahr dann richtig schön blühend. Da muss Zeit haben dafür natürlich. Und da bin ich jetzt so richtig wieder mal draufgekommen, nein, das, wenn, dann muss man das gescheit machen. Also das heißt, du musst vorab informieren. Da entsteht eine Wildblumenwiese. Gleich informieren, warum. Warum ist die gut? Warum ist die für die Biodiversität wichtig? Warum ist es wichtig, dass du da mehr davon hast und weniger? Und auch, wie wird sie sich entwickeln? Im ersten Jahr wird man nicht so viel sehen, im nächsten Jahr in die Schulen wieder gehen, weil die Schulen, die Kinder sind Multiplikatoren, tragen das in die Familien wieder zurück, genau, und da wird dann drüber geredet und je mehr man drüber redet, desto besser. Also auch wenn man skeptisch ist und, sage ich mal, ein paar negative Argumente hat und zu den gewissen Themen und drüber diskutiert, aber das ist immer besser, es wird nicht geredet drüber. Also wichtig ist, dass man da im Redefluss bleibt und immer aufklärt und da dabei bleibt. Und darum, ja, das war für mich jetzt auch wieder ein bisschen, wo man dachte, okay, ja, in Zukunft machen wir es wieder anders, wenn dann nicht irgendwas nebenbei machen, sondern lieber auf einen Zeitpunkt warten, wo es gut reinpasst und das dann gescheit machen. Und da ist gut, wenn es eine Kümmerin gibt, oder? Ja, natürlich. Du musst wen haben, der sich darum kümmert. Das geht auch. Wildblumen wissen müssen dann, es ist einfach, aber du musst dich trotzdem kümmern. Du musst wissen, wie du das mähst. Du darfst nicht häckseln. Du musst mit dem Balkenmäher mähen oder mit der Sense am besten. Und nicht zu früh fallen. Nicht zu früh. Nicht du musst den Zeitpunkt abwarten. Nicht zu tief, genau. Ja. Das sind einfache Sachen, aber das muss irgendwer dir mal erklären. Oder halt das der Gemeinde. Und dann musst du bei der Gemeinde jemanden finden, der das nicht dann als Zusatzaufwand sieht, sondern einfach auch sich selber committet und sagt, ja, ich arbeite da auch mit dran und ich freue mich dann, wenn es funktioniert und ich habe da mitgeholfen und das ist was alles. Also so auch immer das Commitment schaffen. Mhm. Also quasi die Teilhaber schaffen an deinen Projekten. Haben wir noch was Wichtiges vergessen, was du uns noch sagen wolltest? Ja, nein, ich glaube, das war mir jetzt ganz wichtig, dass ich das anbringe, alle Akteure einbinden, die Bevölkerung einbinden. Man spürt, dass du für das Projekt lebst, dass da viel von deiner Energie drinnen steckt und das ist sehr schön und sehr wertvoll und dafür möchte ich dir gratulieren und Danke sagen. Danke, dass du Zeit gehabt hast, dass wir heute über das Projekt reden können. Wo kann man sich informieren? Also es gibt die klar-anpassungsregionen.at Website vom Klima- und Energiefonds. Das ist das große? Genau, also da findet man alle Infos, wenn man Interesse hat, eine klar zu werden, wenn man sie über Best-Practice-Beispiele informieren will oder natürlich auch auf meiner Website klar-enstal.at findet man auch alle Infos. Super, danke vielmals. Ich sage herzlichen Dank. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zusehen und ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen würden, wenn es Ihnen gefallen hat und weitergeben. Alles Gute und auf Wiederhören. Raumwerk Duffenstein.